Hä? Mein Anzug ist weg. Nein, ich hab den nicht. Ich hab den nicht verkauft. Ne. Barrett findet immer einen Weg. Das mit der Überzeugung. Hä? Anzüge? Hier, komisch. Dieses Inventar ist auch wirklich, wirklich furchtbar. Ist ganz, ganz schrecklich, muss ich mal sagen. Ist ganz furchtbar. So, jetzt habe ich aber eine an. Hast du was für mich? Ja, offenbar war Schmuggler verklickt oder was? Ich weiß es nicht. So, hey, ich habe ihn immer noch. Ich habe ihn doch aber angezogen. So geht das denn nicht? Inventar. Anzug. So. War das schon gemacht? Hoffentlich treibt Cora keinen Unfug. Sehr seltsam. Und dann müssen wir dahinter, okay. Um strafen zu können, musst du einen Skillpunkt auf Schubdüsen investieren. Habe ich schon gemacht. Und dann kannst du mit Space und WASD... Ich muss die Leertaste dabei gedrückt halten quasi. Ach so. Ah, na gut, das wusste ich nicht. Merke ich mir. Danke. Ich habe das vorhin gesucht in den Einstellungen und da gab es kein Strafing. War nicht, also gab es gar keinen Hotkey dafür. Ja, wenn das geht, macht es sich dann wesentlich leichter. So, hier sind sie offenbar abgestürzt. Genau, Ort entdeckt, abgestürztes Schiff. Ah, da ist jemand. Warten Sie kurz, ich muss erstmal den Loot checken. Hier, Räucherlachsfilet. Das brauche ich nicht. Ein Bett. Kurz mal eine Runde schlafen, wegen der HP. Es gibt Welten zu erobern. Und die setzt sich dahin. Kann ich nicht irgendwie meine HP wieder hochheilen durch Schlafen? Ich dachte schon, du hältst Winterschlaf. Nee, geht offenbar nicht. Na gut. So, Hella. Oh, hey. Du bist es. Ich dachte schon, irgendein Pirat will mir den Rest geben. Ich Glückspilz. Ja. Erzähl erstmal, was passiert ist, Hella. So gut du dich in deinem aktuellen Zustand erinnern kannst. Als man uns auf das Piratenschiff schleppte, hatte ich Todesangst. Barrett, so... Sorry, Bruder. Ich hol uns hier raus. Vertrau mir. Heute neuer PTU von... Ja, weiß ich schon. Danke. Vertrau mir, sag ich immer, wenn man mir nicht trauen sollte. Ja. So langsam kapiere ich das. Er wollte, dass wir einen Kampf anzetteln, damit die Piraten denken, sie müssen eingreifen, bevor einer von uns stirbt. Er brüllte, der Junge ist ein Killer. Wie soll ich mich gegen diese Zähne zur Wehr setzen? Der beißt mir das Gesicht ab. Hätte nicht gedacht, dass es klappt, aber sie kamen tatsächlich. Dann ging das Handgemenge los und Barrett griff nach einer ihrer Waffen. Tja, und hat jemand erschossen, den ich hätte erschießen dürfen, quasi? Bingo. Ja. Er schoss den Piloten in den Rücken und direkt in die Flugsteuerung. Wir stürzten wie ein Stein aus dem Orbit. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich aufwachte... grinste er mich an, als wäre nichts gewesen. Du hast die Party verpennt, Heller. Da rette ich dir mal den Hintern und du bekommst es nicht mal mit.
Dann macht er diese Schussgeste mit dem Zeigefinger. Ja, das sag ich mir auch gerade. Er hat ihn überlebt ohne Kratzer? Nein, glaube nicht. Er hielt sich die Rippen, hatte leicht Schlagseite. Okay. Wo ist der? Oh, stimmt. Damit hätte ich anfangen sollen. Die Schmerzmittel vernebeln alles. Zum Glück tauchte dann ein Schiff auf. Doch dann sah ich, dass es zur Crimson Fleet gehört. Und dann meinte Barrett, ist schon in Ordnung. Ich krieg das hin. Er murmelte ihnen etwas zu, dann waren sie weg. Also haben sie ihn quasi schon wieder, ne? Ich war nicht die ganze Zeit wach, aber... Ja, schätze schon. Super. Vor ihrem Grabsprung empfing ich ein Signal. Muss Barrett gewesen sein. Ich konnte es mir noch nicht anhören. Hier. Hey, ich sollte mitkommen, oder? Sonst bist du ganz alleine. Ja, wir können ihn ja vielleicht ins Schiff bringen oder so? Ja, Hauptsache, ich muss erstmal kein schweres Gerät bedienen. Ja. Gib mir eine Sekunde. Das Schlimmste sollte... Ja, das wird schon. Wird schon. Jetzt kann ich wieder Sprüche reißen. Gib Bescheid, wenn du los willst. So. Ich habe gerade mal kurz auf die Uhr geschaut. Ich würde euch jetzt schon mal, wenn ihr schon dafür bereit seid jedenfalls, die Bahn Merchant Man anmachen. Was haltet ihr denn davon? Ist das in Ordnung? Wenn, da könnt ihr euch schon mal Tickets holen und mitmachen. Kleinen Moment bitte. Da freut ihr euch doch bestimmt über eine Merchman. Also da nochmal kurz zur Erinnerung, vielleicht auch für die Leute, die neu dabei sind wegen Starfield. wir verlosen für den Monat August, der ist ja jetzt vorbei, jetzt an diesem Wochenende, die Banu Merchman. Das ist das ganz große, fette Händlerschiff von den Aliens mit lebenslanger Versicherung. Das ist ein Raumschiff im Wert von, weiß gar nicht, was ist die Wert? 600, 700 Euro oder so? Ungefähr. Wird noch teurer wahrscheinlich. Die werden wir verlosen. Und warte, ich mache euch das mal an. Habe überlegt, wie viele Tickets wir machen. Wir machen 225 Tickets insgesamt. Und jedes Ticket kostet 500 Stars. So, warte. Erstmal ganz kurz. Ihr könnt ganz einfach mal auf diese... Wieso kommt das nicht? Wieso geht dann der Link denn nicht? Ah, egal. Ich verlinke es euch anders. Sekunde. streamelements.com/gmbtv. Ihr könnt auf die Seite hier drauf gehen. Die ich euch gerade hier gepostet habe. Da ist es, genau. Jetzt geht's. Und da könnt ihr gleich oben beim Giveaway dran teilnehmen. Ihr braucht halt entsprechend Stars. Einfach hier anmelden mit dem Twitch-Account. Hier habt ihr euren Stars-Konto schon dann stehen. Ihr kriegt alle 10 Minuten 20 Stars. Subscriber kriegen das Vierfache. Und das sind dann die Bonus-Stars, auch aktuell alles noch verdoppelt. Und die Merchantman ist dieses Schiff hier, das große Händlerschiff. Macht euch mal an. Zack. Das ist aktiv. Und dann einfach entsprechend Ausrufezeichen Ticket, dann Leerzeichen und dann die Anzahl eingeben oder halt über die Seite mal 5 drücken hier und dann müsstet ihr es auch hier oben sehen. Ne? Bahn Emergement plus LTI teilnehmen und dann könnt ihr euch hier kaufen. Wie gesagt, maximal 225. Wer mehr eingibt, sieht dann hier die maximale Anzahl. Und die Merchantman, kann ich nochmal ganz kurz zeigen, für die, die jetzt gar nicht wissen, was das ist das große Banu-Handelsschiff hier. Ein großer Frachter. Ja, so sieht's aus. Ungefähr. Oh, es braucht wieder einer. So. Na, ein riesengroßes Frachtschiff und hat einen Wert von, wenn man sich mit Echtgeld kauft, von, ne, das stimmt nicht hier, von 600, 700 Euro oder so aktuell. Genau. Könnt ihr gerne mitmachen.
Dann nochmal der Hinweis an der Stelle, wenn ihr subscribt, ihr kriegt die vierfache Menge an diesen, von diesen Punkten, von diesen Stars. Und wir haben gerade September, also kriegt ihr aktuell, glaube ich, 25 oder sogar 30% Rabatt auf eure Abos, wenn ihr sie macht. Also fühlt euch da ganz frei, wie ihr wollt, aber ihr müsst nicht. Also ihr könnt auch so dran teilnehmen, habt dann ein paar weniger Tickets, auch nicht schlimm. Ganz wie ihr das möchtet. Ja, früher war es ein billiger Schiff, ich weiß. Dankeschön, Sasori, für den 20. Monat auf Schiff 1. Vielen Dank. So, Hella. Hast du immer noch Platz für mich auf deinem Schiff? Ja, natürlich. Ich muss von diesem Felsen runter. Komm mit, let's go. Ah, da bin ich aber erleichtert. Ich dachte kurz, du lässt mich zurück. Ist doch vor, wie immer, ganz normal. So, genau, haben wir mit dabei. Ich kann jetzt nicht zuweisen, aber der ist es halt beim Schiff dabei. Alles klar. Perfekt. Dann bis später, Boss. Danke, der Außenpostentechnik plus 3 hat der. Cool. Danke, Morzetta, für 13 Monate, für Fortnite. Was? Niemals. Niemals. Sehr schön. Da haben wir jetzt einen neuen Crewman. Und guck mal, das sieht auch geil aus, ne? Unser Schiff da hinten in der Ferne. Huch. Eine komische Kante. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir unsere Mission weiterführen. Ella hat überlebt, allerdings wurde Barrett erneut von den Crimson Fleet gefunden. Höhere Notübertragung 2 an. Auf Karte zeigen. Die habe ich. Habe ich die im Inventar jetzt? Roman Six, danke für den Prime Sub. Auch die willkommen an Bord. Notübertragung. Wo ist denn die Notübertragung 2? Ist die hier? Oh, mit dem hier. Nuklearer Brennstab. Da wollte ich immer mal in der Tasche haben. Geil. So, wo ist es hier? Die Notübertragung 2. Wenn das Ticketkauf nicht funktioniert, dann macht es halt bitte über Stream Elements. Da hat gerade, also über die Seite, ne? Da geht's auf jeden Fall. Also warte, ganz kurz. Ganz kurz. Macht es einfach über die Seite. Dann sollte es gehen. Also ich gehe nochmal hier den Link aufmachen und dann einfach hier oben draufklicken, auf jetzt teilnehmen und hier kaufen. Es kann sein, dass der Stream Elements Bot gerade im Chat das irgendwie nicht macht. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß es nicht. Ne? Will sich ja nicht wieder einloggen, dann kann ich es nicht ändern. Das Einloggen kostet ja nichts. Du hast eh schon einen Twitch-Account, du musst ja keinen neuen Account erstellen. Du registrierst dich einfach nur mit dem, also du drückst nur anmelden mit Twitch und fertig. Und wenn es doch funktioniert, es geht ja über den Chat auch jetzt, wie ich gerade sehe, umso besser. Ne? Also wie ihr das macht, ist eure Sache. Wo finde ich denn jetzt die zwei Notübertragungen? Achso, Kamera. Nein. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Also, wo ist denn jetzt hier die zweite Übertragung? Oder war ich doch mal hier unten irgendwo? Ich habe eigentlich alles angeschaut. Ne, Heller hat die nicht, glaube ich. Ich kann mal fragen, da hinten läuft er noch. Hey, Heller, warte mal. Hey, kann ich vielleicht irgendwo beim Meinen helfen? Nee. Schönen Tag noch. Die hat die nicht, oder? Ach, ich achso. Stehe schon ewig lange. Ah, vielleicht darüber. Ausrüstung tauschen vielleicht. Okay, da. Inventar. Heller. Alles. Der hat nur die Jacke mit. Der hat die nicht. Hab ich die wahrscheinlich. Okay, warte mal. Bis bald mal. Dann hab ich die wahrscheinlich. Doch im Inventar. Aber wo denn? Sonstiges. Marker.
Na, hier ist es nicht. Notizen vielleicht. Ach. Ah. Du hast der Fleet jede Menge Ärger bereitet, Barrett. Hey, seit wann ist es denn Ärger bereiten, wenn man sich einfach nur gegen Angriffe wehrt? Hey, Pilot, kannst du deinen Arm ein bisschen nach links tun? Ich sehe die Instrumente nicht. Nicht bewegen! Er will unser Ziel herausfinden. Wahrscheinlich überträgt er gerade die Unterhaltung, während wir noch im Orbit sind. Ah ja, ich dachte, das wäre recht offensichtlich. Okay, okay. Weg mit der Waffe. Ich bin fertig, siehst du? Meine Netzhäute sind nicht auf die Konsole gerichtet, sondern auf die tolle Sicht ins All. Fesselt ihn! Auf der Basis amüsieren wir uns dann. Oh ja, sehr gut. Okay, das heißt, sie haben ihn quasi gekidnappt, sozusagen. Und demzufolge, ja, müssen wir jetzt nach Bessel 3, genau. Na dann, let's go. Mal rüber. Es ist halt wirklich schade, ne, dass sie hier nicht erlaubt haben, dass man mit dem Schiff hier rumfliegen kann. Das wäre echt praktisch. Oder wenigstens mit so einem kleinen Beiboot. Oder ein Rover oder irgend sowas. Wobei, vielleicht gibt's noch ein Fahrzeug später. Ich glaube nicht. Ja, gibt's keine. Achso, und Star Citizen technisch. CIG hat einen neuen Patch angekündigt auf dem PTU. Ist noch nicht da. Kommt aber heute. Wir gehen ja dann nachher sowieso noch rüber. Und dann schauen wir mal. Abenteuer abschließen und dann davonfliegen. Ich mag das Gefühl. Ich dachte schon fast, du hättest mich vergessen. So. Abheben. Let's go. Wir heben ab. Ja, die Steuerung vom Menü, also gerade das Inventar, finde ich auch sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Aber man fuchst sich rein, da geht das schon. So, nach Bessel. Auf geht's. Ja, vielleicht gibt's noch Mods für Fahrzeuge, ne? Frage. Wir werden sehen. Sprung abgeschlossen. Braucht ja nichts wieder normal. Man hatte wirklich nur relativ kurze Distanzen auf den Planeten oder Monden. So, Bessel-System, Bessel 3. Da wollen wir jetzt hin. Geplünderter Forschungsposten. Okay. Da landen wir einmal. Ihr müsst euch mal eins überlegen und ich finde das immer noch sehr, sehr spannend, einfach nur vom Gedanken her. Wenn ihr euch mal vorstellt, wir müssen das uns nachher noch mal angucken. Genau so, exakt genau so, war Star Citizen mal 2014 geplant, wenn ihr euch erinnert. Ja? Also, dass du wirklich so 3-4 Locations hast auf dem Himmelskörper, dann wirst du mit einer Animation runtergeleitet auf den Planeten und kannst dann dort in einer instanzierten Umgebung dein Kram machen. Es ist eigentlich exakt so, wie es mal früher mal geplant war. Das ist das eigentlich Spannendste, finde ich, an dieser ganzen Vergleichsstory und so weiter. Mhm. Willkommen zurück. So. Hier, ich habe etwas für dich. Echt? Das ist aber nett. Wird auch Zeit. Ich bin mal ganz höflich. Nein, das war keine Pflicht. Ich wollte es einfach. Oh. Ich dachte, es könnte dir gefallen. Oder du kannst es gebrauchen. Oder, naja, irgendwie so. Das ist wirklich nett. Danke, dass du an mich gedacht hast. Natürlich. Wir sind doch Partner, oder? Ich halte in Zukunft die Augen offen. Und wenn ich etwas sehe, hebe ich es vielleicht für dich auf. Die, nice. Die ist wohl sowas wie so eine kleine Elster, ha? Die immer dann irgendwo nach was Wertvollem sucht und dann bringt es dir.
Das finde ich toll. Ja, kann ich helfen? Da muss ich doch mal persönlich werden. Ja, natürlich. Und zwar habe ich folgende Frage. Was machst denn du so in deiner Freizeit? Das kann ich nicht beantworten. Ich war jahrelang nur darauf bedacht, unter extremen Umständen zu überleben. Freizeit hatte ich kaum. Und ich habe mich wohl darauf konditioniert, nicht darüber nachzudenken. Kampftraining macht mir durchaus Spaß. Doch das ist wohl kaum die Antwort, die du suchst. Du hast mir etwas zum Nachdenken gegeben. Vielen Dank. Gerne. Ich habe noch eine andere Frage. Welchen Ort in dem besiedelten System magst du eigentlich am liebsten? Du findest das vielleicht absurd, aber... Die Loge. Ich war noch nie zuvor von solch erstaunlichen Menschen umgeben. Anwesende eingeschlossen. Es gab schon lange keinen Ort mehr, der sich für mich wie ein Zuhause hätte anfühlen können. Es gibt unzählige Welten da draußen. Doch dieses Gefühl ist selten und wertvoll. Und hattest du jeden Wunsch, Captain auf dem eigenen Schiff zu sein? Wenn es nötig war, habe ich das durchaus schon getan. Doch ich bin nicht die beste Pilotin und setze meine Fähigkeiten lieber ein, wo es am sinnvollsten ist. Zuletzt an deiner Seite. Und das scheint mir recht gut zu funktionieren. Ja, das sehe ich auch so. Okay. Eine angenehme Konversation. Dann würde ich sagen... Gut. Ja. Auf Wiedersehen. Ja, sie mag mich. Ich glaube, sie mag mich sehr, sehr gerne. Das verstehe ich auch, weil wer mag mich nicht sehr gerne? Ne? Sind wir mal ehrlich. Stört dich etwas, Andrea? Ehrlich gesagt, ja. Erstaunlich, dass es dir auffällt. Du hast ein Talent dafür, Stimmungen zu lesen. Muss an meiner Ausbildung liegen. Was stört dich denn? Wisst ihr? Ich sorge mich darum, wie die Mitglieder der Constellation mich wahrnehmen. Wie ich mich auch gebe. Ich habe den Eindruck, verächtlich gemustert zu werden. Man sieht mich nicht als Kameradin. Ich glaube, das bildest du dir ein. Alle, die ich nach dir gefragt habe, waren nur voll des Lobes. Wenn das wirklich so ist, warum werde ich dann von gemeinschaftlichen Aktivitäten oder Versammlungen ausgeschlossen? Sie sind es nicht gewohnt, jemanden von Haus Varun hier zu haben. Sicher fragen sie sich nur, ob du überhaupt dabei sein möchtest. Gib ihnen Zeit, Andrea. Das wird schon. Versprochen. Hey. Hey, mir ist gerade aufgefallen, meine Crew besteht aus zwei Frauen und einem Roboter. Ist das irgendwie cringe? Ist das nicht seltsam? Ein bisschen? Andrea? Was gibt es? Nee, hä? Wie kann ich das machen, dass die mitkommt? Achso, ich muss ihn hier lassen, ne? Ah, nee, komm, Vasco. Die Frauen, die können hier bleiben. Wir machen das zusammen. So. Zeit zu snipern. Toll. Ich liebe Snipern. Der wird schwierig zu treffen. Na komm, zeig mal Köpfchen. Wo ist das Köpfchen? Da ist es ja. Wieso stirbt denn der nicht? Der hält voll viel aus da oben. Gut, wir sind einfach zu weit weg wahrscheinlich. Wo ist der jetzt hin? Hier ist er. Marshmallow Müsli. Nee, danke. Müsli eher nicht so. Du besiegst mich nicht. Höher zielen. Weiter feuern. Ach, keine Muni mehr. Vorsicht, ja, 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 ja. Es wäre nicht klug, uns weiter feindlich gegenüberzustehen.
Das einfach nicht. Ich bin einfach zu weit weg. Das ist halt auch kein richtiger Sniper. Dein Kopf gehört mir. So. Genau, meine Freundin ist auch noch mit dabei. Sehr gut. Ist es was wert? Oh, das ist sogar wirklich was wert. Wertvolles dabei? Ja, Waffen. So, der ist kaputt. Der ist echt nicht ein schlechter Typ, ne? Oh. Feind im Anflug! Das war falsche Taste. Ach, komm schon. So, die haben wir. Wie schwer kann es sein, jemanden zu erledigen? Delgados Direktive. Irgendwelche Befehle wahrscheinlich. So. Noch eine Kiste hier. Credits. Medipack. Das Medipack war auf welche Taste? Mist, ich hab's vergessen. Inventar, Hilfe, Medipack, auf der, achso, das war auf der, ah ja, die Taste war das, okay. So. Wusste ich, finde dich, vergiss es! Bin dahin. Wo ist er hin? Ah, egal, filmen wir schon wieder. Aber ich muss sagen, mit dem Sniper geht es wirklich wesentlich angenehmer als mit normalen Waffen. Wesentlich, wesentlich angenehmer. So. Das ist auf jeden Fall was wert hier. Das hier auch. Heizange. Leiterplatte kann man auch mal gebrauchen vielleicht. Waffenwerkbank. Kann ich irgendwas... Achso, ach, ich bin noch in Fight, Mist. Wo ist denn der jetzt hin, der Typ? Hey, Typ! Guck mal, wo unsere kleine Freundin hier hängt. Die hängt da mittendrin. Ja, ich... Ist der Kampf vorbei? Ah ja, jetzt kann ich. So, können wir hier irgendwas Cooles machen? Modifizieren. Wir könnten mal... Hier. Erdzeitiges Jagdgewehr. Modifizieren. So, was kann ich da machen? Magazin kann ich... Skin kann ich ändern. Laser. Laservisier. Das kann ich aber orten. Da brauche ich Neon. Okay. Magazin. Kleines Panzerbrechen. Standard. Klebstoff brauche ich da. Mist, ich habe immer nichts dabei. Intern. Und Skin gibt's keinen. Schade. Was ist mit der Affe hier? Ah,
Stabiler Lauf, Standardlauf, Techlauf, verlängerter Lauf. Was macht das denn jeweils? Ah ja, das erhöht dann einfach die Masse ein bisschen. Oh, das erhöht die Masse massiv. Was bringt das? 30% Schaden im All. Na. Schaden im All. Präzision wird gesteigert. Das ist nicht schlecht hier. Das kann ich irgendwie nicht machen. Ganz nicht wahr. Ich habe eigentlich die Ressourcen, ne? 9 von 1, 4 von 2, 1 von 2. Eigentlich habe ich doch alles. Na gut. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich muss ich erst forschen. Gehen wir es da rein. Ja, ja, oder ich muss halt skillen. Genau. So. Mach bald wieder Level ab. Tja, im Universum ist nichts garantiert. Reist man weit genug, werden selbst die physikalischen Gesetze. Die machen Kaffeeklatsch da unten. Soll das wieder ein Scherz sein? Was ist das Verrückteste, was du je gesehen hast? Nur die Wahrheit, bitte. Mal überlegen. Ein Einhorn. Kein Witz. Die Märchenstute mit dem magischen Horn? Ach was. Saß König Artus im Sattel? Okay, es war eher ein Extrem. Pim, ihr habt mich gefunden. Das verstehe ich nicht. Ist Barrett eine Geisel oder was? Hey, das entwickelt sich ja zu einer richtigen Party. Ich hätte was zu trinken mitbringen sollen. Aber es hakt eher. Du verstehst dich mit den Piraten? Matsura und ich haben so einiges gemeinsam. Wir sind beide Fluchtkünstler. Sir Steph hat mich schon oft gefangen genommen. Genau das meine ich. Relativität. Jedes Wesen im Universum ist auf der Flucht vor etwas. Okay. Ich bring dich nach Hause, Barrett. Eigentlich ist es hier ganz nett. Der miese Matsura ist ein guter Gastgeber. Warum sollten die letzten Momente keine angenehmen sein? Das mag ich an dir, Matsura. Du bist ein echter Alleskönner. War schön mit dir, Barrett. Aber ich kann dich nicht einfach so gehen lassen. Ist die Constellation bereit, für die Freiheit dieses Mannes zu zahlen? Ja, ich komme wieder. Nimm dir Zeit. Wir gehen nirgendwo hin. Ich will's wieder mit Schnaps lösen. So, wir trinken uns ein bisschen Mut an. Inventar. Hilfe. Und dann nehmen wir uns einfach hier einen Bourbon, oder? Nee. Hier, das da. Chandra Port. Das finde ich gut. So, Glück, Glück, Glück. So, du Pirat. Matsura. Wie sieht es mit dem Lösegeld für Barrett aus? Also, ich will dir das mal erzählen. Der Barrett hat genug gelitten. Lass ihn einfach gehen. Soll ich hinterher etwa mit leeren Händen dastehen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte, was haben wir denn hier für Möglichkeiten? Genau. Wenn du heiß auf ein Blutbad wärst, hättest du schon längst angegriffen. Das stimmt. Und mit Barrett verstehst du dich offensichtlich gut. Ihr seid quasi Freunde. Er ist definitiv unterhaltsamer als die anderen Geiseln. Barrett hat wohl ein paar gute Freunde. In Ordnung. Ihr könnt gehen. War mir ein echtes Vergnügen, Matsura. Viel Glück noch mit, naja, den Entführungen und all dem. Dankeschön, Sturmkrähe. Für 5 verschenkt aber dann Salbe, Zedorashi, Stone, Karius Kano und Tokomamut Mirk. Vielen Dank. Komm lieber nicht wieder her. Ja, besser ist, hä? Zeit zu gehen? Ich
Ich hab dir nichts zu sagen. Matsura hat das Sagen. Bisschen was klauen hier. Sei froh, dass der Boss so nett ist. Ja, der Boss ist wirklich sehr nett. Also für einen Piraten? Wirklich nett. Hier Whisky, Kaffeekick. Latine. Kaumstation. Alienbrühe, geil. Ich hab dir nichts zu sagen. Hier, angebissenes Sandwich nehme ich auch mit. Matsura hat das Sagen. Nehmen wir alles mit. Teppichmesser. Sei froh, dass der Boss so nett ist. Medipack, Heilpaste, sehr cool. Chaka Trainboy, dankeschön für 21 Monate mit Prime. Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke. Noch, genau, ich hab's vorhin vergessen zu erwähnen. Denkt dran bitte, wenn ihr, wenn ihr resubbt, dann teilt es im Chat, dass der Alert kommt. Dann gibt es auch die Bonus-Stars. Gibt mich aktuell doppelte Bonus-Stars. 1000 Stück pro Abo. Und 200 pro 100 Bits. Auf jeden Fall dran denken. So. Ist auch ordentlich Muni zu holen. Mercury-Kamera. Lautsprecher brauche ich nicht unbedingt. Seifenspender. Ja, cool. Und Saturio, dankeschön für 24 Monate. 2 Jahre voll gemacht mit Prime. Danke, danke. Outfit. Geh ich mit. Gehen wir eh gleich verkaufen wahrscheinlich. Des Frachters Deep Reckon. 3800 Credits. Granate und Dietrich. Megakiste. Sehr, sehr cool. Was war das gerade für ein Ding? Des Frachters. Ah ja, ein Rucksack. Ich habe jetzt den hier. Er ist Verstärkung vielleicht abhängig von deiner Gesundheit bis zu 100 Energieresistenz und physische Resistenz. Oh, krass. Das ist natürlich sehr gut. Und Ressourcen wiegen weniger. Ja, nehme ich auf jeden Fall. Er damit. Dankeschön, Wurzen, für den Prime-Sub. Dir willkommen an Bord. Dankeschön, Dankeschön. Und Sturzbach, danke für den neuen Motor. Aufschub 1. Dankeschön. So, haben wir alles rausgeholt aus dem Bunker. Aber die Mission war ganz, ganz witzig, ja? Fand ich ganz lustig gemacht. Den Typen da. So. Boah, der hat einen krasseren Boost, ne? Die Crimson Fleet bekommt den Hals wohl nie voll. Sie bleiben immer Piraten. Oder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Sah gerade so fett aus, der Boost. Dankeschön, Krautgruß Wild. Wir verschenken es aber an den Wurstbub. Dankeschön. Kommt die jetzt eigentlich mit? Ja. Sie ist da. Hallo, Captain. Hi. Okay, dann gehen wir. Die werden schon an Bord sein, gleich, denke ich mal, wenn ich hier hochgehe. Innenraum dieses Schiffs gibt mir Geborgenheit. So, du Typ, Barrett. Jetzt kennst du dich mit Piraten aus, oder? Das war alles ein großer Spaß für dich, oder? Hey, vergiss nicht, dass ich gerade so den Kopf aus der Schlinge gezogen habe. Ein bisschen Charme kann einem das Leben retten. Da hatte ich was Wahres dran. Wer war dieser Pirat eigentlich? Der miese Matsura? Ziemlich netter Kerl für einen Piraten. Bin vor einer Ewigkeit mal mit seinem Mentor aneinander geraten. Der war auch so seltsam zuvorkommend. Gut, also er hat uns jetzt nichts zu sagen. Ich dachte, dass der uns sich noch anschließt quasi, unserer Crew. Aber offenbar nicht. Falsch gedacht. Ich weiß, du hast es mir bereits erklärt, Barrett. So, Frage. Missionen. Wir haben jetzt, genau, wir haben jetzt die Hauptmission soweit durch komplett hier. Das Unbekannte fehlt noch, aber das ist jetzt ja abgeschlossen. Das müssen jetzt zur Loge zurück. Da werden wir es mal kurz abkürzen, würde ich sagen. Kurz festlegen. Und direkt dahin. Auf geht's. Noch nicht. Meint ihr, der kommt noch zu mir? Ich mag diesen Star Citizen Patch nicht, das sieht so anders aus. Es ist ja auch kein Star Citizen, es ist Starfield. Wie du natürlich selber weißt. So.
Aber wir gehen dann gleich mit an Star Citizen. Glück, dass Walter sein beträchtliches Vermögen nutzt, um die Loge zu finanzieren. Andrea ist ganz aufgeregt. Huch. Andrea, geht's dir gut? Soll ich mal irgendwie kneifen? Wie sie hier reingejumpt ist. Das Ding zerstört. Ah, zu schön. Sorry fürs Warten. Bin auf Vectera aufgehalten worden. So. Barrett, wir haben uns Sorgen gemacht. Wusstest du, dass Walter einer der reichsten Menschen im Universum ist? Bestimmt hast du während des Wartens auf meine Rückkehr heimlich in deinen Geldhaufen geweint. Tatsächlich hat Walter noch mehr als sonst über dich gemeckert. Er hat sich also wirklich gesorgt. Lass das, Cawtrey. Ist das etwa... Wir hatten ewig nur ein einziges Artefakt. Und jetzt seht euch das an. So sehr ich es auch liebe, neue Fragen zu entdecken, ein paar Antworten hier und da wären schön.